Nach dem fünften Mal stellst du die Zehen auf und kommst in einen ersten herabschauenden Hund. Im Hund beginnst du im Wechsel zunächst das linke und das rechte Bein zu beugen, damit die Wadenmuskulatur gedehnt ist. Die Finger sind hier gespreizt und die Handflächen fest am Boden. Und komm dann langsam mit den Zehen, mit den Fersen flach zu Boden. Lass den Oberkörper möglichst nach unten kleiden. Fühle die Dehnung der Beinrückseite. Und lauf dann mit so vielen Schritten, wie du brauchst, zu deinen Händen hin und komm zunächst in eine Vorbeuge. Gerne die entgegengesetzte Ellenbogen greifen, den Oberkörper sinken lassen. Für eine stärkere Dehnung greife die hintere Wadenmuskulatur und zieh dich an die Beine heran. Nun atme tief ein, bringe die Hände über den Kopf zusammen und beginne von links nach rechts, links und rechts. Und bleib dann mit der Ausatmung auf die rechte Seite, Blick zur Decke oder zum Boden, was für deinen Nacken angenehmer ist. Schaue jetzt zu Boden, komm nach oben, strecke dich hoch und ausatmen auf die linke Seite. Schaue zu Boden, komm nach oben und wiederhole das nochmal für dich zwei weitere Male. Von hier aus dann bringst du die Hände in einem großen Beinkreis nach hinten und führst die Finger so zusammen, dass du in Sampurna Mudra kommst. Ziehst vorne die Oberweite nach oben und kommst in eine leichte Rückbeuge. Und dann gleitest du in die Vorbeuge, die Arme über den Kopf ziehend. Löse die Hände und komm nach oben. Atme aus. Hände vor dem Brust und komm kurz in die Berghaltung. Die Schultern nach hinten, die Füße geschlossen, die Hände zeigen zu Boden. Atme tief ein, tief aus und bringe jetzt das ganze Gewicht auf dein rechtes Bein. Während das linke du irgendwo platzierst, das kann die untere Wade sein, das Knie oder wenn du möchtest, eben ganz nach oben. Achte darauf, dass das Knie möglichst zur Seite geht und die Hüfte eher in die andere Richtung. Und finde hier deine Balance. Atme aus, atme ein und aus. Bringe das Gewicht auf das linke Bein und das rechte eben, wie es für dich angenehm ist, die untere Wade, Knie oder eben an den oberen Oberschenkel. Das Knie zeigt möglichst nach rechts, die Hüfte möglichst nach links. Atme tief ein. Und finde deine Balance. Atme ein und aus.
Von hier aus die Hände an die Hüfte, nimm einen weiten Stand ein, drehe den rechten Fuß nach außen, den linken nach innen und komm in einen ersten Krieger 2. Dann halten wir die Schlange, wir heben hinten die Ferse an, bringen vorne die Hände zusammen, die Hüfte parallel und kommen in Krieger 1. Wir atmen aus, die Hände zu Boden, den vorderen Fuß nach hinten, kommen in die Brettposition. Und von hier aus in die Achtpunkte halten und gleite dann auf den Bauch in die Cobra. Zehen wieder aufstellen und komm zurück in einen herabschauenden Hund.